So, wir freuen uns nun auf den Vortrag von Herrn Professor Peter Judson vom Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Herr Professor, bitte ans Rednerpult. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist für mich eine große Ehre, Sie heute Abend im Rahmen dieser Tagung der Pan-Europa-Union Deutschlands und der Tschechischen Republik begrüßen zu dürfen. Verzeihen Sie mir heute, ich bin ein bisschen nervös, auch mein Deutsch. Ich hoffe, dass das, was ich sagen möchte, für Sie verständlich ist. Als Historiker schätze ich die historischen Bemühungen Ihrer Organisation und Ihrer Mitglieder sehr. Zwar bin ich kein Staatsbürger Europas, so sehr ich gerne wäre, ich bin aber amerikanischer Staatsbürger, der Europa sehr bewundert und die Verwirklichung des Potenzials Europas nachdrücklich unterstützt. Es ist mir ein Privileg, für die Europäischen Hochschulinstitut in Florenz zu arbeiten. Die Universität, die vor 40 Jahren von der Europäischen Union in Florenz gegründet wurde, verkörpert in sich, meiner Meinung nach, die wichtigsten Werte Europas. Es ist für mich an jedem Tag eine Ehre, die Geschichtsstudierenden und Forscherinnen Europas betreuen zu können, mit ihnen in vielen europäischen Sprachen zu kommunizieren und zu beobachten, wie die Studierenden unter sich und in ihrem täglichen Leben es schaffen, eine größere europäische Gemeinschaft zu bilden. Als Institution wiederfindet unser Institut die europäische Idee in den tagtäglichen Beziehungen unter den Studenten, Professoren und Mitarbeitern, die alle unterschiedliche Kulturen Europas vertreten und die alle sehr bewusst als Europäer zusammenarbeiten. Ich muss mich auch ein wenig für den Titel meines Vortrags entschuldigen. Der Titel verspricht, dass ich etwas Sinnvolles zur Zukunft der europäischen Integration zu sagen habe. Aber gerade als Historiker bin ich immer darauf bedacht, niemals die Zukunft vorherzusagen. Das kann nie gut enden. Noch in den 70er Jahren, als ich mit meinem Studium in New York anfing, riet mir mein Doktorvater, der berühmte Historiker Ungarns und der Donaumonarchie, István Deniemals in der Öffentlichkeit zu prognostizieren. Warum? Er selber erzählte, wie er Juli 1968 den großen Fehler begangen hatte, einem amerikanischen Fernsehsender zu erklären, dass die Sowjetunion niemals in Prag einmarschieren würde. Und diesem Rat habe ich immer gefolgt. So sehr wir Historiker auf eine schöne Zukunft hoffen, sind wir doch nur Experten, wenn es um die Vergangenheit geht. Daher ist das Thema meines Vortrags nicht das, was passieren wird, sondern vielmehr, welche Elemente der Geschichte der Donaumonarchie für uns nützlich sein könnten, wenn wir die Zukunft Europas betrachten. Wie Sie allzu gut wissen, leben wir heute in einer Zeit, in der ein gefährlicher nationalistischer Populismus die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern und Völkern der Europäischen Union, aber auch die menschlichen, kulturellen und sozialen Beziehungen innerhalb vieler Länder zu bedrohen scheint. Für diejenigen, für die die europäische Idee von Bedeutung ist, ist dies ein schwieriger Moment. Dank der anhaltenden Auswirkungen einer Reihe von tiefgreifenden Wirtschaftskrisen dominiert heute die Angst vor dem Verlust, die Angst vor dem Niedergang, die politische Szene in Europa und in vielen Teilen der Welt, vor allem in meinem Land. Ein populistischer Rückzug in nationalistische Wut gegen die Macht eines globalen Systems
scheint eine effiziente Antwort auf diese schwierige Situation zu bieten. Auch droht dieser neu erweckte Nationalismus, die humanistischen und religiösen Grundwerte Europas zu ersetzen durch einen Glaube an Nation bzw. an Rasse oder an Ethnizität. Diese gegenwärtige Verherrlichung des ethnischen Nationalismus hat die wahre Natur der europäischen Geschichte vergessen. Noch gefährlicher will sie die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts völlig in einem stark nationalistischen Sinn neu schreiben, um uns dadurch das Elend und Leid vergessen zu machen, das der populistische Nationalismus in dem 20. Jahrhundert Europa und der Welt zugefügt hat. Als Historiker Europas weiß ich, dass sowohl Ihre Organisation als auch die europäische Idee weit schlechtere Bedingungen überstanden haben. Als Historiker der Habsburger Monarchie des 19. und 20. Jahrhunderts bin ich aber in den letzten Jahren oft gefragt worden, inwiefern die Donaumonarchie der Europäischen Union als Beispiel oder als Ordnungsmodell dienen könnte. Was könnte das Europa von heute aus dem Beispiel der Habsburger Monarchie lernen? Diese Frage erscheint mir immer etwas paradox. Diejenigen, die danach fragen, sind natürlich an den Möglichkeiten interessiert, aus der Geschichte etwas zu lernen. Fantastisch. Aber gleichzeitig ist jedem, der diese Frage stellt, bewusst, dass die Monarchie 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges zusammengebrochen ist. Auch gehen die meisten Menschen davon aus, dass ein multinationaler Staat wie die Donaumonarchie in einem Zeitalter des Nationalismus ein Anachronismus war, der selbst ohne die Schrecken des Ersten Weltkrieges zu einem Zusammenbruch verurteilt war. Wie soll denn gerade dieser gescheiterte Staat Europa irgendwie als Erfolgsbeispiel dienen? Ich möchte Ihnen aber ein anderes Bild der Donaumonarchie bieten. Ein Bild, das etwas stärker, positiver und hoffnungsvoller ist, aber das auch nicht nostalgisch geprägt ist. Ein Bild, das für die Zukunft Europas vielleicht relevant sein kann. Warum relevant? Denn die positivere Einschätzung, die ich Ihnen anbiete, kann als historischer Beweis dafür dienen, dass multinationale, mehrsprachige politische Einheiten möglich oder sogar erfolgreich sein können und dass der nationalistische Populismus in Zeiten der Krise, trotz seiner Lautstärke, nicht unbedingt das tagtägliche Leben in multinationalen Gesellschaften dominieren muss. Weiter gibt es auch zwei wichtige Punkte in Bezug auf die Donaumonarchie, die, meiner Meinung nach, die Befürworter eines vereinten Europas in Betracht ziehen sollten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die europäische Idee und die europäische Integration in einer Zeit erneuerter nationalistischer Turbulenzen und Europaskepsis stärken können. Erstens war die Donaumonarchie nach den meisten damaligen europäischen Maßstäben eigentlich ein relativ erfolgreicher Staat. Der Staat hatte sicherlich Probleme und stand sowohl im Inland als im Ausland vor schwierigen Herausforderungen. Aber diese Herausforderungen und Probleme waren nicht bedrohlicher als die der anderen europäischen Staaten zu dieser Zeit. Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich oder Russland hatten auch Probleme. Ein Grund für die relative Stärke der Donaumonarchie im europäischen Vergleich war, kurz gesagt, weil seine Bürger sich aktiv von unten mit den Institutionen der Monarchie klar engagierten. Viele Bürger und Bürgerinnen sahen ihre Interessen in den Institutionen der Monarchie gut vertreten, zum Beispiel in den Institutionen der kommunalen Selbstverwaltung, der Bildung oder der Wirtschaftspolitik. Noch wichtiger, viele Bürger und Bürgerinnen
nutzen diese Institutionen, um ihre wirtschaftlichen Aussichten zu verbessern und um mehr soziale Mobilität für sich und ihre Familien zu erlangen. Auch Nationalisten nutzten diese Institutionen, um Einfluss für ihre Bewegungen innerhalb der Monarchie zu gewinnen. Solche Möglichkeiten gab es nicht immer in allen anderen Staaten. Zweitens behandelte die Donaumonarchie die sprachlichen und religiösen Unterschiede zwischen ihren Bürgern wesentlich anders als die anderen europäischen Staaten zu dieser Zeit. Noch heute glauben viele Menschen, dass die Einzigartigkeit der Donaumonarchie in der Heterogenität ihrer Bevölkerung lag. Aber, und das wird sehr oft vergessen, zu der Zeit herrschten alle europäischen Staaten, auch die, die sich Nationalstaaten nannten, über sprachlich und konfessionell heterogene Bevölkerungen. Anstatt eine Nationalisierungspolitik durchzusetzen, versuchte der österreichische Staat, eine Art Gleichberechtigung der Sprachen einzuführen. Insgesamt gab es in Österreich nach 1867, die österreichische Reichshälfte, keine Minderheiten, weil es keine Mehrheit gab. Nur regional gesehen konnte man von Mehrheiten und Minderheiten sprechen. Nach dem berühmten Ausgleich von 1867 war das Gesetz in Ungarn natürlich aber anders. Dort garantierte das ursprüngliche Sprachgesetz den einzelnen Bürgern, aber nicht Gruppen bzw. Nationen, den Gebrauch ihrer Sprache in der Schule und im öffentlichen Leben. Und natürlich ist die ungarische Entwicklung in eine andere Richtung dann gegangen. Wie sah es aber anderswo in Europa aus? In Großbritannien, es war gerade vom Brexit gesprochen, in Großbritannien zum Beispiel bildeten 4 Nationen zusammen, teils mit unterschiedlichen Sprachen wie Walisisch oder Gälisch, das Vereinigte Königreich, von der außereuropäischen Kolonien und Herrschaften Großbritanniens gar nicht zu sprechen. Großbritannien war, wie die Donaumonarchie, ein multinationaler Staat. Sie wissen sicher alle, denn der 100. Jahrestag wurde jetzt vor 3 Jahren gefeiert, dass der einzige nationalistische Aufstand in Europa während des Ersten Weltkrieges nicht in den Ländern der Donaumonarchie, sondern in Dublin stattfand. In Frankreich ist es kein Geheimnis, dass der allgemeine Gebrauch der französischen Sprache mittels der Instrumente der Zentralstaat durch die Grundschule und der Militärdienst erst während des 19. Jahrhunderts erfolgreich eingeführt werden könnte. Der neue italienische Staat im 19. Jahrhundert kämpfte mit fraglichem Erfolg ein Jahrhundert lang darum, ein Gefühl der Einheit zwischen kulturell und sprachlich sehr unterschiedlichen Regionen zu schaffen, wie auch in Spanien. Nur die Donaumonarchie und wie gesagt nach 1867 die österreichische Reichshälfte aber hat dieser Heterogenität Rechnung getragen und sie auf eine Weise verwaltet, die oft sehr produktiv war. Hier möchte ich den einfachen Punkt anführen, den wir heute oft vergessen, dass die sprachliche oder konfessionelle Vielfalt an sich keinen sozialen oder politischen Konflikt erzeugen muss. Die Donaumonarchie ist berühmt wegen ihrer heftigen nationalen Konflikte. Aber mir nach wäre es historisch korrekter, diese Konflikte als nationalistisch und nicht als national zu bezeichnen. Die berühmten Probleme nationalistischer Konflikte in der Habsburger Monarchie entstanden nicht aus der Tatsache, dass verschiedene Völker in derselben Gesellschaft und unter demselben Staat zusammenlebten. Sie entstanden aber durch die Art der Massenpolitisierung dieser Unterschiede von Sprache, Kultur und Konfession.
Was die Habsburger Monarchie von anderen Staaten unterschied, war also nicht die Kombination so vieler verschiedener Völker in einem Staat, sondern die von diesem Staat entwickelten Institutionen, die das Ziel hatten, linguistisch und konfessionelle Formen des Unterschieds zu steuern, zu managen. Aber, und das ist sehr wichtig, fast immer in einem Kontext von staatsbürgerlicher Gleichheit. Bevor ich diese Frage der staatsbürgerlichen Gleichheit näher erläutere, möchte ich bemerken, dass auch wenn nationalistische Konfrontationen in der Donaumonarchie zu Gewalt und Verletzungen führten, waren diese nicht typisch für das tägliche Leben der meisten Menschen. Diese Vorfälle beherrschten die Politik und den politischen Konflikt. Aber die Politik war nur ein kleiner Teil des Lebens der meisten Menschen. Die nationalistischen Konflikte zerstörten also nicht die Beziehungen in der lokalen Gesellschaft, außer natürlich in manchen Großstädten. Diese Konflikte existierten oft getrennt von der lokalen Gesellschaft. Und ironischerweise waren die nationalistischen Konflikte auch ein Produkt der Bemühungen, die Gleichberechtigung des Sprachgebrauchs in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Aber zurück zur Gleichheit. Was waren die Ursprünge dieser beiden Arten von Gleichberechtigung, die staatsbürgerliche und die sprachliche? Die Gleichheit der Staatsbürgerschaft ergab sich aus den Versuchen der Habsburger im 18. Jahrhundert, eine zentralisierte politische Kontrolle über ihre verschiedenen Territorien zu gewinnen und ihre Steuereinnahmen dadurch zu erhöhen. Um mehr lokalen Einfluss auszuüben, versuchten die Habsburger, die Macht der lokalen Adel über die Bauernschaft zu beseitigen. Gleichzeitig bemühten sie sich, die Bauernschaft aber auch zu emanzipieren, weil sie zu Recht glaubten, dass eine freie Bauernschaft, die eigene Grundstücke bewirtschaftet, viel produktiver wäre und viel mehr Steuern zahlen könnten. Diese Politik führte schließlich, es ist eine lange komplizierte Geschichte, die ich natürlich heute Abend nicht erzähle, aber die führte schließlich zur Schaffung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs im Jahre 1811 und zur endgültigen Befreiung der Bauernschaft im Jahre 1848. Das Gesetzbuch unter anderem etablierte einen Rechtsstaat, in dem das Gesetz, nicht der Herrscher, die Konflikte unter den Bürgern entschied. Der Herrscher war jetzt sowohl der erste Diener des Gesetzes als auch die Verkörperung des Gesetzes. Die zweite Art der Gleichheit, die Gleichheit des Sprachgebrauchs, entwickelte sich aus mehreren pragmatischen Habsburg-Praktiken mit einer sehr alten Tradition. Einfach ausgedrückt verkündeten die Habsburger gewöhnlich ihre Gesetze in vielen lokalen Sprachen. Als Maria Theresia ab dem Jahre 1774 eine Politik der Grundschulen für die gesamte Monarchie einführte, übrigens weit vor anderen europäischen Ländern, sollten die Schulen auch in den lokalen Volkssprachen funktionieren. Im Jahre 1774 war der Zweck der Bildung, auf rechte und moralische Bauern zu schaffen, die dann wirtschaftlich zum Staat beitragen konnten. Es ergab mehr Sinn, Kinder in ihre lokalen Sprachen zu unterrichten. Bis zum frühen 19. Jahrhundert wurden auch mehrere regionalen und überregionalen Sprachen modernisiert und kodifiziert. Da die Bildung zu einem wichtigen Instrument der sozialen Mobilität wurde, gewann die Sprache der lokalen Bildung an Bedeutung. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde jedoch die Fähigkeit, die eigene Sprache in der Kommunikation mit dem Staat oder in Bildungseinrichtungen zu verwenden, mehr als ein fundamentales Bürgerrecht und nicht einfach als eine pragmatische Politik verstanden. Also wir gehen von einer pragmatischen Politik und auf einmal Mitte des 19. Jahrhunderts wird das zu einem Bürgerrecht oder man könnte sogar ein Human Right sagen.
1848 verfasste sogar der Verfassungsausschuss des österreichischen Parlaments eine Liste der Rechte der Bürger, die erstmals wichtige Sprachrechte beinhaltete. Die österreichischen Verfassungsgesetze von 1867 gewährleisteten den Bürgern das Recht auf die Verwendung der eigenen Sprache in der Schule und in der Kommunikation mit dem Staat. Das wissen Sie alle sicher. Das ungarische Parlament verabschiedete 1868 auch ein sehr liberales Gesetz, das die Sprachenrechte garantierte, allerdings, wie gesagt, auf Einzelpersonen und nicht auf Gruppen bezogen. In der österreichischen Reichshälfte schafften diese zwei Arten von Gleichheit die Möglichkeit, dass die Bürger die Realisierung von sprachlicher Gleichberechtigungen in immer neuen Bereichen vom Staat forderten. Vor allem in der österreichischen Reichshälfte wurde dieses Ideal der sprachlichen Gleichberechtigung schnell zu einer wichtigen, allerdings nie völlig vollendeten politischen Leistung. Dank regelmäßiger Reformen des Wahlrechts in der österreichischen Reichshälfte während des späten 19. Jahrhunderts führte die Mobilisierung einer wachsenden Zahl von Wählern in die Politik dazu, dass sich immer mehr Menschen in lokale, regionale und imperiale politische Bewegungen einbrachten, zumindest zur Wahlzeit. Und gerade weil die Verfassungsgesetze Raum für sprachliche und nationalistische Forderungen an den Staat geschaffen hatten, wurde der Nationalismus zur primären Sprache der Politik. Kurz gesagt, wollte man Stimmen gewinnen, wollte man zur Wahl kandidieren, musste man nationalistisch werden, wenn man sich an der Politik beteiligen wollte. Sogar die Christlich-Sozialen und die Sozialdemokraten mussten am Ende zumindest teilweise die Sprache der Nation in ihren Appellen anpassen. Dies führte oft zu einer bekannten Dynamik, die wir auch heute sehr gut erkennen. Die Kandidaten und Politiker, die die radikalste Rhetorik verwendet haben, schienen oft am überzeugendsten zu sein und gewannen deshalb oft Wahlen. Um an der Macht zu bleiben, mussten sie auf Dauer diese radikale Rhetorik betreiben. Aber in jenen Tagen, bevor es Kameras und Tonbandgeräte oder Facebook-Posts gab, konnten sie dennoch hinter den Kulissen mit ihren politischen Gegnern Kompromisse schließen und einer eher moderaten Politik folgen. Andererseits muss ich aber betonen, weil ich dies selber geforscht habe, vor allem in Böhmen und Slowenien, wie wenig diese politischen Konflikte das lokale Sozialleben in dem Großteil der Donaumonarchie geprägt hat. Das lag übrigens nicht daran, dass die Bürger sich der Politik nicht bewusst waren oder dass sie irgendwie nicht modern waren, sondern daran, dass sie nicht einsahen, warum nationalistische Konflikte ihren Alltag gestalten sollten. Aber auch die Gerichte, vor allem die österreichische Verwaltungsgerichtshof, entschieden im späten 19. Jahrhundert oft über Fälle, die von einfachen Bürgern eingebracht wurden, die behaupteten, dass ihr Recht, die eigene Sprache zu verwenden, von Staatsbeamten irgendwie kompromittiert oder eingeschränkt worden ist. Und häufig unterstützt die Gerichte und der Staat die Forderungen der Bürger nach mehr Gleichberechtigung der Sprache im täglichen Leben. Der Multinationalismus der Habsburger Institutionen und Gesetzen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, wie gesagt, oft ein unbeabsichtigter Multinationalismus, suchte immer ein vernünftiges, pragmatisches und ich würde sagen menschliches Gleichgewicht zwischen bürgerlicher Gleichheit und kulturellem Unterschiede zu finden. Es mag seltsam erscheinen, aber auch die Intensität der politischen Konflikte um den Nationalismus im habsburgischen Österreich beweist den eigentlichen Erfolg dieser Gesetze und Institutionen.
Die Habsburger Monarchie schuf einen Raum, in dem sich nationalistische Gefühle und nationalistische Politik entwickeln konnte. Denn nach 1867 wurde diese nationalistische Politik fast immer, und das vergessen alle, fast immer im Rahmen der Habsburger Monarchie und nicht außerhalb davon gedacht. Die nationalistischen Bewegungen wollten die Monarchie nicht zerstören. Die meisten Nationalisten wollten innerhalb der Monarchie politisch stärker und politisch besser vertreten werden. Sie waren gleichzeitig Nationalisten und kaisertreu bzw. staatstreu. Und das war nicht damals paradox. Wenn von der Habsburger Monarchie als schwach wegen nationalistischer Konflikten gesprochen wird, fehlt der Hinweis, dass Nationalisten die staatlichen Regeln befolgten und die Institutionen der Monarchie nutzten. Sie untergruben ihre Institutionen nicht, sondern nutzten sie aus. Einige der bekanntesten und effektivsten Politiker der Nachkriegszeit, wie Thomas Masaryk oder Alcide de Gasperi, machten ihre ersten politischen Erfahrungen im österreichischen Parlament, wo sie für eine stärkere Durchsetzung der Gleichheit der Bürger der Monarchie kämpften. Dies erklärt auch zum Beispiel das erste vom tschechischen Nationalkomitee erlassene allgemeine Gesetz des neuen Staats im Jahre 1918. Ich zitiere, aber auf Deutsch. Alle bisherigen Provinz- und Reichsgesetze und Bestimmungen bleiben zunächst in Kraft. Ende Zitat. Diese Formulierung zeigt zum Teil, inwieweit tschechische Nationalpolitiker wie Alois Raschen zum Beispiel die böhmische Verwaltung als ihre eigene Schöpfung betrachteten. Wichtig ist zu sehen, wie das System der sprachlichen Gleichberechtigung in einem größeren Kontext von staatsbürgerlichen Gleichheit und Recht von der Bevölkerung verstanden wurde. Solange die Bürger der Habsburger Monarchie glaubten, sie könnten sich an ein Rechtssystem wenden, das nicht wegen ihrer Nationalität diskriminierte, sahen sie, glaube ich, eine positive Zukunft für sich und ihre Familien. Natürlich nahm dieser Glaube ab und verschwand während des schrecklichen Ersten Weltkrieges. Warum? Es gibt natürlich viele verschiedene Gründe, warum das System und die Legitimität des Staats während des Ersten Weltkrieges zusammengebrochen sind. Und wie Sie wissen, hat die schreckliche Erfahrung des Krieges die Legitimität fast aller kämpfenden Staaten gefährdet. In der Donaumonarchie während des Krieges ist aber auch das schon besprochene System der nationalen Gleichberechtigung zusammengebrochen. Nachdem vor allem der österreichisch-ungarische Militärdiktatur den Rechtsstaat offen verlassen hat, vor allem in den ersten zwei Kriegsjahren, und dank der fürchterlichen Misshandlung bestimmter Nationalgruppen durch das Militär. Wenn wir die schreckliche Nahrungsmittelkrise, die große Flüchtlingskrise und die Verwüstungen von Krankheiten wie der spanischen Grippe hinzählen, überrascht es kaum, dass der Staat maßgebend an seiner Legitimität verlor. Zum Schluss. Es ist hier mein impliziten Argument als Historiker gewesen, dass es der Donaumonarchie möglich war, ein menschliches Gleichgewicht herzustellen unter verschiedenen Sprach- und religiöse Gruppen, gerade weil er offiziell nicht auf der Priorität der einen oder der anderen Sprachgruppe bestand. Nation, Ethnizität, Rasse konnte kaum als organisierendes Prinzip funktionieren, wie es anderswo in Europa der Fall war. Insbesondere die österreichische Reichshälfte von Österreich-Ungarn bestand nicht aus Mehrheit und Minderheiten wie die Nationalstaaten, sondern gesetzlich gesehen aus vielen gleichberechtigten Minderheiten. Zumindest vor 1914 wurden vermittels der verschiedenen Formen staatsbürgerlicher Gleichheit in der Habsburger Monarchie mehrere Formen des gegenseitigen Respekts im täglichen Leben des Respekts der Bürger füreinander und des Respekts des Staats gegenüber seinen Bürgern
eingefordert. Wenn wir Europas Geschichte nach 1918 untersuchen, stellen wir leider fest, dass die Idee der Nation, wie sie sich in Europa entwickelte, schnell zu einer intoleranten Politik geführt hat, wenn sie von den gesetzlichen Anforderungen der Gleichheit und des Respekts losgelöst würde nach 1918. Diese Politik führte im 20. Jahrhundert wiederum oft zu Verfolgung und später sogar zu Krieg und zu ethnischen Säuberungen. Das sind natürlich schreckliche und unmenschliche Dinge. Aber aus meiner Sicht werden sie fast unvermeidlich, wenn wir die Welt zu sehr nach der Logik der radikalen Nationalismen organisieren. Es wird Sie daher nicht überraschen, dass der Nationalstaat ohne den moderierenden Einfluss eines Bundes oder Föderation meiner Meinung nach als Idee und Praxis wenig zum Glück der Menschen beigetragen hat. Dies ist sicher keine populäre Ansicht im Jahre 2019. Gemeinsam müssen wir überzeugende Wege finden, um den korrosiven Einfluss des Nationalismus im heutigen Europa zu verringern, damit es als positiver kultureller Einfluss dienen kann. Leider können wir, ich Historiker, nur über solche Dinge sprechen oder schreiben. Es liegt jedoch an Ihnen, meine Damen und Herren, angemessene und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Europa und seine Werte zu verwirklichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus